Man kann Detailpolitiker sein oder man kann im Bereich der Metapolitik tätig sein, was Kultur und was Historie und Geschichte und so weiter mit einbezieht. Und ich bin eher so der Politiker, der diese Dinge, die alle in unserem Staatswesen so ablaufen, so auch von der philosophischen und historischen Seite, kulturellen Seite, begutachtet und bewertet. Die Welt wäre um vieles ärmer, wenn es die deutsche Kultur nicht geben würde. Ich bin Deutschland. Denn das ist das Hauptproblem unseres politischen Verständnisses. Die Wahrnehmung der eigenen Identität und die Fortführungspflicht dieser Identität, die wir nicht preisgeben dürfen in einer Supranationalstaatlichkeit EU. Demokratie kann niemals außerhalb einer Nationalstaatsgefüges aufwachsen. Uns ging es wirtschaftlich, wohlstandsmäßig sehr, sehr gut, solange wir die Bundesbank hatten, die Bundeszentralbank, die alle einzig, die hatte nur eine Aufgabe, die Werterhaltung der deutschen D-Mark. Sondern konservativ heißt, sein heißt, ein Leben aus dem zu führen, was immer galt und gilt. Das heißt, aus dem Richtigen der Vergangenheit zukunftsorientiert und zukunftsschöpfend Neues zu gebären. Das ist konservativ. Und aus dieser Political Correctness hat sich so langsam aber sicher die Cancel Culture entwickelt. Wenn ich Russe wäre, würde ich sagen, das ist ein Verteidigungskrieg gegen die immer stärker an meine Grenzen heranwachsende NATO-Struktur, die meine Autonomie und meine Souveränität bedroht. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich sagen, oh nice, what a big business. Ich bin aber Deutscher. Und als Deutscher sage ich, was soll der Scheiß? Wollen wir wirklich unsere Wirtschaft total in die Grütze fahren, dass wir total verarmen, unsere wirtschaftlichen Strukturen zerstören? Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Und das Rettende in unserem Zustand, das ist Freiheit, das ist konservative Werteorientierung, das ist Vaterlandsliebe. Und genau diese drei Dinge, das ist das Fundament der Alternative für Deutschland. Und deshalb wird es uns gelingen, dass wir Deutschland zurück in die Zukunft führen. Dankeschön. Ich bin Deutschland und ich bleibe Deutschland, weil ich Deutschland bin.